So. Bringt ja nicht sehr viel. Ja, super. Dann richten wir mal Nancy die besten Grüße aus. Es klappt nicht, oder? Ich wusste es. Schließlich ist sein Vater Präsident einer Gesellschaft. Und ich bin eine einfache Bäuerin. Wir sind eben nicht füreinander bestimmt. Nancy. Danke, dass ihr es versucht habt, aber es ist zwecklos. Mir geht es gut. Wirklich. Komm, du bist doch schon den Tränen nah, das sehe ich. Ich glaube, wir müssen seinen Vater richtig mal in den Arsch treten. Koewa, Itzdemo, Hurricane! So, was hast du zu sagen? Sie sind nicht so gut, findest du nicht auch? Ja, der Gaukler hier war viel besser. Wir freuen uns über Spenden. Wie viel wollt ihr geben? 1 Galt, 10 Galt, 100 Galt, 1000 Galt, so und so viel habe ich nicht. Ach komm, wir nehmen hier mal 10 Galt. Vielen Dank! Östlich von hier befindet sich das Tal der Einsamkeit. Für mich ein höchst verdächtiger Ort. Ich glaube, da werden wir mal hingehen, irgendwann. Ja, gehen wir auf jeden Fall mal hin. Ah, ist das Chaos? Milliard! Stell meinen Tee einfach auf den Tisch. Ich bin nicht Milliard. Entschuldige. Bist du Klaus? Hm? Er sieht auf jeden Fall wie ein Klaus aus. Ein Nikolaus! Obwohl der Bart fehlt. Der bin ich aber. Was kann ich für euch tun, kleine Lady? Für dich tun. Wir möchten, dass du uns mit deiner Magie hilfst. Wirklich? Oh, du bist bestimmt eine Schülerin der Magiekunst. Wenn das so ist, Milliard, ist dort hinten. Die Studiengebühr beträgt... Oh, was? 100.000 Geld? Bist du des Wahnsinns? Im Voraus? Was, eine Gebühr? Aber... Dies ist keine Wohltätigkeitsorganisation. Komm wieder, wenn du bereit bist, Prinzessin. Nenn mich nicht Prinzessin. Tut mir leid. Du hast dich mir nicht vorgestellt. Ja, wie unhöflich von dir, Mint. Oder sind wir uns schon mal begegnet und ich habe es vergessen? Ja, wir sind uns tatsächlich schon mal begegnet. Bestimmt irgendwann in der Zukunft. So 100 Jahre später. Weil Elfen werden ziemlich alt, ja. Oh, ich heiße Mint. Und dies hier ist Cress. Und schon wieder wird sie rot. Wir brauchen Magie, um Daos zu besiegen. Würdest du uns helfen? Bitte! Daos besiegen? Ist das euer Ernst? Niemand kann Daos besiegen, nicht mal Daos selber. Obwohl man selbst einem der schlimmste Feind ist. Das ist mal eine interessante Lüge. Ein interessantes Lügenmärchen. Das ist keine Lüge! Ich würde nicht lügen! Ihr wollt doch in Wirklichkeit nur kostenlos ein paar magische Sprüche lernen, habe ich recht? Bitte! Nein! Klaus! Das war nicht nett! Milliard! Ich kann es nicht glauben. Manchmal begreife ich dich einfach nicht. Du bist so ungehobelt. Wo bleibt dein Herz um Himmels Willen? Du hast sie gerade erst kennengelernt, ja?
und sie bitten dich um Hilfe, irre ich mich? Kannst du da nicht mal ein bisschen netter sein? Du bist so ein Idiot! Gib mir am besten noch eine Ohrfeige! Es tut mir leid. Manchmal benimmt er sich wie ein kleines Kind. I, der Zielverschlagglöckchen. Leute wie ihn braucht ihr nicht. Ich werde euch jemanden vorstellen, der Reife besitzt und zuverlässiger ist. Vergesst ihn einfach. Wie? Hey! Was meinst du mit Leute wie ihn? Was für Leute? Habe ich etwa etwas Falsches gesagt? Oder schmerzt einfach nur die Wahrheit? Ja? Nichts ist härter als die Wahrheit. Genug! Wer außer mir sollte ihnen denn sonst helfen können? Hey, langsam begreift er es? Du! Wir haben gehört, dass Menschen keine Magie anwenden können. Das stimmt nicht wahr, Klaus? Daher möchten wir dich bitten, dich unserem Team anzuschließen. Wir benötigen jemanden, der Magie anwenden kann. Mich euch anschließen? Richtig. Richtig. Hören wir uns erst einmal an, worum es überhaupt geht. Und du schläfst dabei. Aus der Zukunft, sagt ihr? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Ich kann es dir nicht zum Vorwurf machen, dass du uns nicht glaubst. Auf jeden Fall können wir daraus nur mit Magie besiegen. Bitte! Bitte hilf uns! Also eigentlich bin ich ein Mensch, genau wie ihr. Oder seht ihr spitze Ohren an mir? Ich bin nicht mal ein Halbelf. Es tut mir leid, aber ich kann euch keine Magie anwenden. Ich kann auch keine Magie anwenden, zumindest jetzt noch nicht. Aber trotzdem, eines Tages werde ich beweisen, dass auch Menschen Magie anwenden können. Ich erforsche das Beschwören. Oh, wie schön! Das ist der richtige Schritt in Richtung meines Ziels. Und wir haben ja auch schon von Elementargeistern gehört. Aber bis jetzt kannst du noch nichts beschwören, oder? Wirst du wohl endlich die Klappe halten? Tut mir leid, wenn das etwas plötzlich kommt, aber würdet ihr mich ins Tal der Einsamkeit begleiten? Kress und Mint? Natürlich, gibt's da irgendeinen Elementargeist? So waren doch die Namen. Das sind wir. Vielen, vielen Dank. Er schnappt sich seinen Hut mit Telekinese und... Oh, und... Diese Bücher beschäftigen sich mit Magie und den Elementargeistern. Vielleicht lernt ihr etwas aus ihnen. Und... Vergesst das hier nicht. Album erhalten. Und Mint erhält einen neuen Titel. Für nichts tun. Klaus, Level 9. Ja, super. So stark war ich schon in Folge 4. Items. So. Neu. Album. Mal, was Teil macht. Ein Muss für Itemsammler. Hast du alles drin verzeichnet? Aha. Okay. Oh, das Buch, das wir bekommen haben. Oder haben wir es irgendwie gefressen? Und
Also neu ist das irgendwie nicht aufgezeichnet. Und sonst auch nicht. Naja, egal. Egal. Mint, was ist dein neuer Titel? Nop. Ein Titel für jemanden, der seinen Namen verschweigt, wenn man ihn vorstellt. Mint! Oh Gott. Seid vorsichtig und passt gut auf ihn auf. Du verletzt meine Menschlichkeit. Was, du hast Menschlichkeit, Klaus? Nichts. Ihr habt eine alte Zeitung gefunden. In ihr steht: Antike Ruine in den Tiefen der Minen von Moria entdeckt. Der König von Alvanista hat bekannt gegeben, dass er ein Forschungsteam entsendet, um mehr herauszufinden. Ein angesehener Archäologe meint, dass die Ruinen ihren Ursprung in der Zivilisation der Zwerge gefunden haben könnte. Elementargeister und Ringe. Um einen Pakt mit einem Elementargeist schließen zu können, wird ein Ring benötigt. Diese Ringe sollen gemeinsam von dem Elf Leonardo und dem Zwerg Geth geschmiedet worden sein. Also wir brauchen einen Ring, damit wir... Das erinnert mich wieder an gewisse Elder Scrolls Spiele. Oh, ich habe meinen Ring gefunden. Vielen Dank, gebt ihn mir. Oh, ihr seid jetzt mein bester Freund. Weitere Elementargeister. Es gibt weitere Arten von Elementargeistern. Viele sind Herrscher über Elemente wie Wind, Wasser, Feuer und Erde. Aber es gibt auch weitere, die über Sterne, Mond, Dunkelheit und Licht walten. Stern? Geister und körperliche Welt. Die folgenden Geister existieren in der körperlichen Welt. Der Windgeist Sylph, der Wassergeist Undine, der Feuergeist Üfrit und der Erdgeist Gnome. Maxwell, Herr dieser vier Elemente, führt sie an. Hinzu kommen der Mondgeist Luna, der Geist der Dunkelheit Shadow und der Geist des Lichts Asker. Daneben gibt es noch unzählige andere Geister, die noch nicht identifiziert wurden. Alles klar. Ein magisches Buch. Das werde ich auf keinen Fall nehmen. Ich lege es einfach zurück, weil du kein Magier bist. Oder das Buch dich fressen könnte. Ist doch ein Feuer? Achso, ich dachte, da brennt was. Kannst du auch mitnehmen? Nein, dann in den Tee mit. Tee. Fencheltee. Für gewisse... Naja. Egal. Was ist das? Oh, bloß ein paar Manga. Lies! Was sind das denn für Manga? Ein magisches Buch. Das werde ich auf keinen Fall nehmen. Ja, lieber zurücklegen. Weil du sowieso nicht mit Magie anfangen kannst. Verdammte Menschen. Elementargeister. Es gibt vier Typen von Elementargeistern. Jeder waltet über ein Element. Sie sind als Wind-, Wasser-, Feuer- und Erdelementare bekannt. Die Hierarchie der Welt. Der Elementargeister 1 von 2. Die Welt der Elementargeister ist in einer Hierarchie der großen und geringen Geister gegliedert. Aber zu diesem Zeitpunkt kennen wir nur die vier Elementare, ihren Herren Maxwell und ein paar andere. Die Hierarchie der Welt, der Elementargeister, 2 von 2. Unter den Elementargeistern Luna, Shadow und Asker existieren weitere, noch unbekannte, geringere Geister. Man vermutet, dass es ebenfalls Geister gibt, die in einer ganz anderen Sozialstruktur existieren. Muss ich jetzt wirklich um den Tisch laufen? Gehst du... Das scheint ein Brief zu sein. Da steht... Klaus. Unglücklicherweise scheinen die Fähigkeiten, einen Ring des Paktes schmieden zu können, unwiederbringlich verloren gegangen zu sein. Das heißt, wir können keine Pakte schließen. Ich habe sehr viele Ruinen ohne Erfolg erforscht, aber es gibt dennoch Hoffnung.